Da schaut er mal in eine Kamera. Die gute Luft in Taubenheim. Gute Luft in Taubenheim. Hallo, ihr Lieben. Das ist also jetzt das, nicht das Zentrum von Taubenheim, obwohl das Zentrum von Taubenheim fast so ähnlich aussieht. Taubenheim hat nämlich ganz wenig Einwohner und ist umgeben von einer wunderschönen sächsischen Natur. Ja, Rudi wohnt hier in einem ganz herrlichen Schlosspark, kann man sagen, ne? Ja, in einem Schlosspark. Und da haben wir ein Haus erworben, müssen ich gerade sagen, eine Ruine, aber mussten wir alles neu machen. Aber mit einem ganz alten Keller und ganz dicken Wänden. Und daneben ist ein Schloss, das unbewohnbar ist, weil leichte Zerfallserscheinungen. Ja, aber von außen sieht es wirklich noch richtig gut aus. Und ja. Ich bedauere das so sehr, wenn ich das Schloss anschaue, dass das weiter so zerfällt, weil es unbewohnt ist inzwischen. Jetzt müssen wir einen Moment hier stehen bleiben, da ist gerade ein Hügel. Aber wir sind gerade im Fluss. Ja. Vielleicht findet sich ja über den YouTube-Kanal hier jemand, der Interesse hat am Schloss von Taubenheim. Genau. Ja. Weil wir hatten auch schon mal so die Idee oder den Gedanke, da könnte man im Hinblick auf spirituelles Zentrum oder sowas, sage ich jetzt einfach mal. Also ein ganz tolles Schloss im Grunde genommen. Man muss halt sehr viel machen und mit einem Park, da müssen wir auch viel machen. Vielleicht können wir dann nachher noch ein paar Aufnahmen machen. Genau, zeigen wir euch gleich noch die Bilder. Ja, und es ist eine wunderschöne Landschaft, also auch viele Wanderwege gehen hier im Prinzip auch durch den Park und kleine Flüsschen und kleine Hügelchen. Dann der Chuck ist auch da, unser Hund, der fühlt sich richtig Chuck wohl. Chuck seht ihr gleich, machen wir mal einen Schwenk, seht ihr mal, wo der Chuck gerade ist. Wo ist er? Chuck, wo bist du? Ah, er versteckt sich da gerade hinterm Hügel. Ja, kommt gleich nochmal. Genau. Aber das mit dem, das ist jetzt gerade... Ihr Lieben, wir haben gerade überlegt, was erzählen wir euch denn in dem Video? Und schon haben wir jetzt ein Thema, weil mir so spontan der Gedanke gekommen ist, das jetzt mal publik zu machen mit diesem Schloss hier. Wenn jemand da eine Örtlichkeit sucht, um ein spirituelles Zentrum oder sowas zu eröffnen, natürlich ist hier wirklich... Es ist total idyllisch, total toll, schau das aus. Es ist natürlich aber auch eine Investition zu tätigen. Ja, muss man sich nichts vormachen. Ja, muss man ganz viel Geld in die Hand nehmen. Da investieren. Mhm. Aber es kann ja sein, dass irgendjemand von euch da jemanden kennt, der jemanden sucht oder so weiter und so fort. Und zeige euch nachher auch eben mal noch die Bilder da. Ja, und in diesem tollen Schlosspark, da wohnt und residiert die Angelika, der Chuck und der Rudi. Und der Rudi, genau. Und wir haben da einen kleinen Seminarraum. Im Seminarraum haben wir Behandlungsraum. Dann gibt es auch eine Ferienwohnung, vor allen Dingen für die Klienten, die zu mir kommen, dass die da nicht frieren und nicht nass werden, falls es regnet. Eine ganz tolle Ferienwohnung. Kann ich ja nachher auch mal noch ein paar Aufnahmen zeigen. Und es ist halt eine unglaubliche Stille, was mich so beeindruckt hat in den ersten Nächten. Da ist es richtig dunkel, also es gibt da eigentlich kein Licht, weil wenn man in der Stadt wohnt, hat man halt immer ganz viel Licht irgendwie, und da gibt es eigentlich im Grunde genommen kein Licht, da merkt man, wie dunkel es ist nachts im Grunde genommen, ist alles spannend und es ist sehr still, ganz viel Ruhe und halt diese Landschaft ist fantastisch, ne? Also mir gefällt es besonders, weil es viel Wiesen, bisschen Wald, Flüsschen und so. Und da gibt es gleich noch ein paar Eindrücke für euch. Ihr Lieben, wir stehen jetzt hier gerade vor einem Scheideweg, wie im wahren Leben. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob es rechts oder links rüber geht. Und wir haben uns, oder geradeaus oder rechts rüber. Wir haben uns dazu entschieden, ganz gerade auf unserem Weg zu bleiben. Ja, nur der Chuck hat es anders entschieden. Aber diesmal kann er seinen Willen nicht durchsetzen. Okay. Diese lebensnotwendigen Entscheidungen werden wir jetzt durchsetzen. Ja? Also wie ihr seht, mal noch ein kleiner Einblick heute in unseren Tag. Wir haben... Ja, ganz viele Videos für unseren Online-Kurs Spirituelle Therapie. Ja. Wie heißt da Dein Weg zu Heilung? Dein Weg zu Heilung, Gesundheit und Klarheit oder so irgendwie. Ja, sehr ähnlich, ne? Also der kam so aus dem Herzen heraus
Und wenn ich jetzt in Verstand gehe, ist der Titel, Gerade weg. Nicht mehr genau. Richtig präsent. Ja. Aber wir sind immer noch hellwach, topfit und voll guter Energie. Ja. Und mit dieser guten Energie waren wir auch bei den Videoaufnahmen dabei. Genau. Das hat uns viel Freude gemacht. Ja. Und ihr Lieben, wir haben sogar sowas gemacht wie Yoga für die Augen. Stimmt's? Und, ja, haben da was ganz Tolles gemacht. Wenn man da so lange vor dem Computer sitzt oder vor der Filmkamera, dann ermüden die Augen und dann kann man natürlich die Augen entspannen. Und dann haben wir noch was gemacht, hat auch viel Spaß gemacht. Das war die linke und rechte Gehirnhälfte. Die linke und rechte, jetzt waren wir ganz neugierig, wir haben die linke und rechte Gehirnhälfte harmonisiert mit bunten Tüchern. Genau. Ja. Mehr verraten wir jetzt nicht. Das ist jetzt eigentlich das Größte. Der Nobelpreis wird bald vergeben und wir machen uns richtig Hoffnung. Sensationell. Ja, also, Aktivierung, eine Harmonisierung der linken und rechten Gehirnhälfte. Wir haben das Gehirn mit Tüchern verbunden und das ist einfach eine unglaubliche Möglichkeit, um das Leben erfolgreich zu bestreiten. Also nehmt das, was wir hier reden, nicht so ganz ernst. Doch. Habt einfach Spaß mit uns. Wir sind auch völlig nüchtern, wir haben nichts getrunken. Ja, genau. Ne? Also es ist kein Alkohol mit im Spiel. Wir haben einfach nur Freude bei unserem Wirken, bei unserer Arbeit und freuen uns hier jetzt an diesem schönen Wald, in dem wir jetzt weiter spazieren gehen. Ja, jetzt sind wir fast wieder am Ziel. Nach 37 Tagen harter Wanderung, oder 37 Minuten, eine Stunde und 15 Minuten. Und jetzt sind wir bald wieder bei dem Park. Vielleicht ist es ja noch ein bisschen hell, dass wir noch mal euch den Park zeigen können und das Schloss. Und ansonsten, ja. Wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja. Und sagen ganz, ganz liebe Grüße hier aus Taubenheim. Ja, aus Taubenheim. In der Nähe von Dresden. Die zukünftige spirituelle Metropole Deutschlands. Genau. Ja, also Leute, ihr Lieben, das wäre schon absolut genial. Die Idee, die ich vorhin da hatte, mit dem Schloss, das hier mal zu erwähnen. Mhm. Wir haben noch ein bisschen darüber nachgesponnen, in Anführungsstrichen, als wir jetzt hier so unterwegs waren. Mhm. Wenn da jetzt wirklich sich jemand finden würde und da so ein spirituelles Zentrum eröffnen würde. Rudi, wärst du als Referenzmensch drin dabei? Ich würde sogar mal in der Küche vorbeischauen und kochen. Okay, wir nehmen dich beim Wort. Ja, also ich würde dann auch in der Küche helfen. Kochen für so viele Leute, weiß ich nicht, wäre ich da eher das Störfeld, aber helfen. Ja. Nee, und Seminare geben, kein Thema. Mhm. Unser Online-Kurs gibt ja auch demnächst ein physisches Seminar mit uns beiden in Dresden zum Thema spirituelle Therapie, ein spirituelles Wochenende. Ja, Blockaden auflösen. Genau. Heilung bewirken. Genau, da wird Selbstheilungskräfte. Selbstheilungskräfte aktivieren. Und machen wir da eigentlich einen Lichtatemprozess auch? Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil das ist nochmal so was ganz Besonderes, Lichtatemprozess. Das kann man natürlich online nicht machen. Das beinhaltet unser derzeitiger Online-Kurs spirituelle Therapie nicht. Ja. Das muss man einfach face-to-face machen. Genau, also erzähl mal was dazu. Ja, da kommt man in ganz tiefe Prozesse herein. Also ich habe schon unglaubliche Dinge erlebt. Da kann es sein, dass man in ein früheres Leben kommt und dass man, ich hatte mal was ganz Verrücktes auch erlebt, da war eine Teilnehmerin und ihre Mutter war gestorben und dann konnte sie sich aber von der Mutter nicht verabschieden. Dann ist in diesem Lichtatemprozess ist die Mutter sozusagen erschienen, energetisch, und dann konnte sie das abschließen. Das war für sie ein unglaubliches, gutes Gefühl, um das mit der Mutter abzuschließen. Und dann passieren verrückte Sachen. Wer das da mal ein bisschen nachlesen möchte, es gibt da auch von dem Stanislav Grof, der nennt es Holotrophes Atmen, gibt es ein Buch, das heißt Abenteuer der Selbstentdeckung. Mhm. Verlinke ich euch hier unter dem Video. Und der macht es noch ein klein bisschen anders. Also wenn wir das jetzt anbieten im neuen Jahr, dann machen wir das so, dass wir Schwerpunkt auch darauf legen, uns vorher zu verbinden mit göttlicher Energie. Und da geht es genauso tief wie beim Holotrophen Atmen, aber es ist so ein bisschen sanfter gleichzeitig. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt schon einen Unterschied zwischen deinem Lichtatemprozess und diesem Holotrophen Atmen. Ja. Also für mich war der Lichtatemprozess
der mich ja, wie lange, 3-4 Jahre ungefähr, gab es, glaube ich, in Saarbrücken damals keinen Nicht-Atem-Prozess, wo ich und auch mein Mann nicht mit dabei waren. Jeder Prozess war anders. In jedem Prozess bin ich auf andere Ebenen gekommen, in andere Bereiche reingekommen. Es ist ganz, ganz viel Heilung geschehen. Und, man kann seiner Seele begegnen. Und da passieren einfach so verrückte Sachen. Ich hatte mal in meiner Gruppe einen Erfinder, der lebt auch davon. Und der hatte irgendwas Technisches konstruiert. Und dann hat er über Monate versucht, eine Lösung zu finden. Und hat keine gefunden. Dann hat er im Lichtartenprozess diese Lösung gefunden. Also passieren ganz tolle Sachen. Okay. Guten Abend. Hallo. Ja, also, jetzt haben wir noch einen kleinen Schwenk gemacht zum Lichtartenprozess. Und jetzt gibt es noch ein paar Abschlussbilder vom Schlosspark in Taubenheim. Schon mal vielen Dank für euer Dabeisein, für euer Interesse. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude mit diesem Video. Ja. Bis zum nächsten Mal. Gut, die Irmgard und der Rudi. Rudi, tschüss. Ciao, ciao. Das war die ehemalige Schule, rechts. Und jetzt kommen wir durch den Torbogen zum Schloss und zu unserem Haus. Jetzt, gerade vor uns, ist das Schloss. Und das ist eine Eiche, Buche, Rotbuche, die ist 100 Jahre alt. Was ist das hier, Rudi? Das hier ist das Teehaus. Das ehemalige Teehaus. Da die frühere Besitzerin, da haben wir neulich mal ihren Sohn getroffen, der ist so ein alter Mann, der hat gesagt, seine Mutter hat immer da nachmittags ihren Tee eingenommen. Aha, okay. Und dann hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier an der Kamera sieht, man sieht es genau, wenn ihr hier mal in der Mitte vom Bild schaut, da ist so eine große Schaukel am Baum, Naturschaukel. Und das erinnert mich immer an der grüne Planet. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Film, der grüne Planet. Ansonsten mal googeln, gibt es leider nicht im Internet zu kaufen oder überhaupt zu kaufen. Also ich habe keine Quelle gefunden, wo man ihn kaufen kann, aber man kann ihn im Internet kostenfrei anschauen. Ich kann euch den Link ja mal hier unten drunter auch setzen. Und das ist ein ganz, ganz toller Film, wo es einfach darum geht, wo die Menschen einfach schon, die auf diesem grünen Planeten sind, in der Lage sind, sich auf die Erde regelmäßig zu beamen, sag ich mal, und sich wundern, was die Menschen hier auf der Erde anstellen. Also ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Und das hier ist jetzt eben das Schloss, von dem wir gesprochen haben. Ne? Das ist das Schloss. Und wenn schönes Wetter ist, morgen vielleicht ein bisschen heller dann nochmal, dann schaue ich mal, dass ich auch den Schlosspark noch mit aufnehme. Und das ist die Rotbuche hier. Ne, und die ist ganz alt. Es gibt noch ein Bild von um 1900 oder 1890, so die Ecke, war das schon das Zentrum von Taubenheim. Ganz, ganz alter, da kann man sich ganz alter Baum. Da kann man sich vorstellen, dass hier in der Mitte auch so die Dorfbank war und ganz die Bewohner abends hier gehockt haben. Das war so der Treffpunkt. Ne? Vor 130 Jahren war das schon damals schon der Treffpunkt. Okay. Genau. Da hinten so eine Garage und da kommen wir zu unserem Haus. Und da oben ist die Ferienwohnung, von der wir gesprochen haben. Die zeige ich euch jetzt gleich noch.